Also der Almsommer-Wandercup findet heuer zum zweiten Mal statt. Was ist denn die Idee dahinter? Ja, die Idee dahinter ist die Salzburger. Also gibt es eine Motto, lerne deine Heimat kennen und dann natürlich dem Outdoor-Trend Rechnung zu tragen. Das heißt, die Salzburger zu ermöglichen, dass sie auf die Berge kommen, gesund rauf und runter und so auch noch Natur erleben und das Land kennenlernen. 7 Destinationen gibt es heuer. Was wird denn dort geboten, außer der Möglichkeit, gemeinsam zu wandern? Dort gibt es ein reichhaltiges Programm. Das heißt, wenn man hinkommt, bekommt man eine Startbox, eine Spar-Jausen-Box. Gibt es da zum Abholen, dann kann man eine Salomon-Teststation durchlaufen, da kann man so Laufschuhe, Wanderschuhe, Trekkingschuhe, aber auch Bekleidung, Gore-Ding-Sachen, alles austesten. Und dann geht es auf die Wanderungen, da gibt es 2 Stück. Es gibt eine Einsteig- oder Familienwanderung mit 1 bis 2 Stunden und eine Expertenwanderung mit 3 bis 5 Stunden, je nach Region. Und auf diesen Wanderungen gibt es dann jeweils eine Gesundheitsstation, wo man halt von, ich würde jetzt mal sagen, von Stretching, Gymnastik bis hin zu Meditationen, die für die Gesundheit was tun kann, und eine Erlebnisstation, die also zur Region dann passt. Die Jausenburg hast du schon angesprochen. Wie schaut denn die aus? Was ist da drinnen? Ja, also wir haben heuer so eine Jausenbox, das ist so eine wiederverwendbare Jausenbox, die kann man also ein weiteres Mal nehmen, und da haben wir verschiedene Sachen drin. Auf der einen Seite haben wir das Salomon Stirnband drin, das ist ein ganz tolles Stirnband aus einem Funktionsmaterial, das man fürs Wandern, aber natürlich auch für andere Sachen nehmen kann. Dann haben wir von der Volksbank ein interessantes Sujet drinnen, da sind sogenannte Blasenpflaster drin, also sollte man sich wirklich irgendwelche Blasen geben, dann kann man das wie eine zweite Haut aufkleben, ist auch wasserfest, und dann gibt es natürlich jede Menge Verpflegungssachen von der Spar, die da drin sind, was zum Trinken. Jetzt fällt es mir nicht ein. Traubenzucker. Und dann Kaugummi. Und natürlich nicht zu vergessen unseren schönen Wanderpin, unsere Wandernadel, die Salzburger Almsommer Wandernadel, die man sich mit dieser Jausenbox auch am Start der Wanderung abholen kann. Einmal noch kurz, Destinationen sind ja 2 neue dabei, und zwar eine, die besonders nah ist und eine, die besonders, wo es besonders hoch rauf geht. Genau, wir haben uns bei den neuen Destinationen darum gekümmert, dass wir eine stadtnahe Wanderung oder Wanderungen haben. Das ist in Golling, da wird man eine Strecke in Bluntau und die zweite, es wird eine Überraschung sein, eine längere Tour absolvieren können. Und dann geht es hochalpin nach Weiße-Uttendorf, also in die Gemeinde am Gletscher. Und da gibt es dann hochalpine Wanderungen. Okay, wann geht's los? 3. Juli ist die erste Wanderung. Starten wir in Wagrain und freuen uns schon auf die ganzen Besucher.